Was ist passiert? Ein Angler, der hier in der Wattwürmern gräbt, hat den Jungen heute Morgen gefunden. Den Jungen? Naja, ein Teenager würde ich sagen. Irgendwelche Spuren? Aber wenn es hier Spuren gab, hat die Flutzwiebel gewaschen. Ich muss sie dann an. Danke, ciao. Hast du was rausgekriegt? Ja. Guten Morgen, Jana. Hey. Es gab eine Vermisstenanzeige vor 2 Monaten, aufgegeben von einer Mutter namens Eva Jankowski. Der verschwundene Sohn, Marek Jankowski, ist aber hier und da gesehen worden. Ein typischer Ausreißer. Er wollte wohl nicht mehr nach Hause. Ja. Die äußerliche Beschreibung könnte jedenfalls auf ihn hier passen. Gut, dann sollten wir die Mutter bitten, ihren Jungen. Wer bereitet die Frau darauf vor? Jo. Freiwillig? So, da bin ich. Sehr gut. Ich bin überrascht, Matthias. Das ist ja nicht vorbildlich. Was? Was? Was findet ihr vorbildlich? Du sagst, es ist der V, ja? Oh, wirklich. Hallo. Wir würden gern deine... Mama! Komme! Tag. Guten Tag. Kripo Schleswig. Winter, mein Kollege Hamm. Entschuldigen Sie die Störung. Nee, wir feiern hier Geburtstag. Kommen Sie wegen Marek? Können wir reinkommen? Ja, kommen Sie rein. Es ist ein Wasserrohrbruch. Das Haus ist so alt, aber hier fühlt sich überhaupt keiner mehr zuständig. Hier los. Hier wird der Geburtstag gefeiert. Wer von euch beiden hat den Geburtstag? Du? Den müssen Sie nichts fragen. Der spricht nämlich nicht. Wir feiern den Geburtstag von seinem Bruder, von Marek, ne? Der wird heute 17. Aber der Marek, der ist gar nicht da, weil er abgehauen ist. Mama wartet immer noch auf ihn. Aber ich glaube, er kommt gar nicht wieder. Lucia, sowas sollst du nicht mal denken, ja? Nicht mal denken sollst du sowas. So, ihr beiden geht jetzt mal raus hier. Lasst uns mal allein. Und, haben Sie meinen Sohn gefunden? Ja. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, und wo ist er? Geht's ihm gut? Frau Jankowski, es tut mir sehr leid, aber Marek wurde ermordet. Das ist der Grund, warum ich meinen Job so liebe. Unser Freund hier erzählt uns eine Geschichte. Die letzten 10, 15 Minuten seines Lebens. Sehen Sie diesen Bluterguss hier? Ein kräftiger, gezielter Schlag, wirklich gekonnt. Damit war er K.O. und hat gar nicht mitbekommen, dass er eingegraben wurde. Aber als das Wasser zurückkam, ist er wieder aufgewacht. Moment mal, woher wissen Sie das? Hier. Er versucht, sich zu befreien. Er wollte der Flut entkommen. Aber er hatte keine Chance. Der Junge ist ertrunken. Der Schlag gegen den Hals, was könnte das gewesen sein? Es war kein ebener Gegenstand. Kein Rohr oder Stange oder sowas. Ast kann es auch nicht gewesen sein.
weil Holz in dieser Breite würde nachgeben oder brechen. Ehrlich gesagt, ich glaube, es war überhaupt kein Gegenstand. Es war eine Hand. Die Kante einer Hand. Ist mir doch sowas von egal, wer bei Ihnen dafür zuständig ist. Sie fahren jetzt in die Kasseler Straße 34. Hören Sie mal zu. Das Wasser tropft da in jedem Zimmer von der Decke. Und die Frau hat zwei Kinder und ein Baby. Sie fahren da jetzt hin. Nein, jetzt! Manu, das ist wie bei euch. Vorstrafenregister Marek Jankowski. Das ist beachtlich. Früh angefangen, nichts ausgelassen. Ja. Ist aber immer mit dem blauen Auge davongekommen. Erzieherische Maßnahmen, Strafarbeitsstunden, Bewährung. Autodiebstahl in 7 Fällen, Hehlerei, sexuelle Nötigung, Drogenbesitz, Raubüberfall mit schwerer Körperverletzung. Das war vor gerade mal 2 Monaten. Da hat er mit einem Kumpel den Besitzer eines Spielwarenladens zusammengeschlagen. Kasse, Computerspiele mitgehen lassen, der Kumpel fährt einmal, kriegt 2 Jahre auf Bewährung. Gut, dann fangen wir doch mal mit dem Opfer an. Name? Günter Kroll, hier ist die Adresse. Dein Ernst, oder? Was? Wieso? Du scheißt dein Kind echt mit Geschenken zu. Das versaut den Charakter. Ach, und ausgerechnet du bist jetzt der Erziehungsexperte, ja? Vielleicht kann ich Ihnen ja irgendwie weiterhelfen. Ja. Herr Kroll? Ja? Kripo Schleswig. Darf ich mal Ihren Ausweis sehen? Gerne. Wir kommen wegen Marek Jankowski. Der Junge wurde gestern tot aufgefunden. Manchmal gibt's in dieser beschissenen Welt doch noch sowas wie ein Funken Gerechtigkeit. Ich kann Ihre Wut gut verstehen. Es ist schrecklich, was er Ihnen angetan hat. Aber dennoch... Was? Was wollen Sie von mir? Wir möchten Ihnen einfach nur ein paar Fragen stellen. Der Junge ist umgebracht worden. Ertränkt, um genau zu sein. Sehen Sie mich an. Sehen Sie genau hin. Was auch immer mit dieser kleinen Ratte passiert ist. Ob er gelitten hat, ob er gewinselt hat, ist egal. Der hat's verdient. Was wer verdient hat, entscheiden Gott sei Dank immer noch Justiz und Gesetze. Wo waren Sie vorgestern zwischen 23 Uhr und 4 Uhr morgens? Ich wünschte, ich hätte ihn umgebracht. Aber ich war's nicht. So einfach ist das. Vorgestern Nacht? Das ist eine ganz einfache Frage. Nein? Ich war in meiner Stammkneipe. Die ganze Nacht. Im Lüttich. Die ganze Nacht. Haben Sie Marek Jankowski noch einmal gesehen, nachdem er Sie hier überfallen hat? Tja, im Gericht. Der hing da auf seinem Stuhl, Arme verschränkt, Kaugummi. Das hat ihn alles angeödet. Wissen Sie, wie ich mich da gefühlt habe? Als würde ich das zweite Mal auf die Fresse kriegen. Und der andere, sein hässlicher Freund, der hat mir ins Gesicht gelacht. Vince, hast Besuch? Ja, kann nicht sein. Komm, hau ab, mach die Tür zu, ich will mir einen keulen. Es geht um deinen Freund, Marek Jankowski. Was hat er diesmal angestellt? Er ist tot. Okay. Okay. Dein Freund ist tot und du sagst, okay. Naja, ist ein Wunder, dass er es überhaupt so lange geschafft hat bei der Scheiße, die er gebaut hat. Also dagegen bin ich ein Engelchen. Was heißt denn ein Wunder? Gab es jemanden, der ihn tot sehen wollte? Was ist denn mit dir zum Beispiel? Ich? Ja klar, ich war's. Hier, per Telepathie, das mache ich immer so. Marek war mein Freund. Okay, war's das? Marek hat im Fall Kroll gegen dich ausgesagt. Deswegen war er auf Bewährung draußen, während du in diesem Loch jorkst. Und das noch eine ganze Weile. Die anderen Knackis haben uns erzählt, dass du wahnsinnig viel über Rache redest. Ihr wisst ja gar nicht, wie lang so ein Tag hier drin ist. 24 verfickte Stunden lang. Da redet man so einiges. Ja, und das ist richtig, weil dieser Hurensohn mich verraten hat, verreck ich in diesem Drecksloch. Ich scheiß auf ihn. Du und Marek, ihr habt einen Laden überfallen und den Besitzer halbtot geschlagen. Glaubst du, du hast was anderes verdient, als hier zu sitzen? Sag mal, bist du eigentlich rasiert? Dann sag doch mal, bist du rasiert? Lass ihn. Hör auf dein Frauchen. Wuff. Oh.
Herr Borner. Und warum müssen wir jetzt nochmal zum Tatort? Borner kommt mit zwei Kollegen aus Hamburg dahin. Dort gab es wohl einen ähnlichen Fall. Wieso fährst denn du so komisch? Was ist denn jetzt los? Sprit ist alle. Oh, manchmal gehst du mir so richtig auf die Nerven. Oh. Brauchen Sie Hilfe? Ja. So, machen wir es dann mit deinem Wagen los. Könnten wir alle mal. So, darf ich vorstellen, das sind die Kollegen Nielsen und Ergün von der Hamburger Kripo. Hallo. Habe ich heute Morgen kontaktiert. Winter, freut mich. Kannst du uns vielleicht ja jetzt auch mal sagen, was die hier an unserem Tatort verloren haben? Ne? Das können die Kollegen vielleicht am besten selber. Vor genau einem Jahr, am 10.10., wurde in Hamburg im Wattenmeer eine männliche Leiche gefunden. Eingebuddelt bis zur Halskrause. Ertrunken. Könnte natürlich Zufall sein. Oder auch nicht. Ist also unser Fall, offensichtlich. Halt lieber für ein Gerücht. Wir suchen seit einem Jahr nach diesem Täter. Steckt eine Menge Arbeit drin. Ein Jahr und immer noch keine Festnahme? Vielleicht braucht ihr unsere Hilfe. Genau so machen wir das. Einer von den beiden Hamburger Kollegen wird hierbleiben und gemeinsam mit euch in diesem Serienmord ermitteln. Jetzt Moment mal. Deren Opfer ist männlich und unser Opfer ist männlich. Beide wurden auf dieselbe Art umgebracht und beide wurden am 10.10. gefunden. Das ist alles an Gemeinsamkeiten. Ich finde das ein bisschen übereifrig, hier von Serienmord zu reden. Da hat er recht. Im Übrigen ist unser fast noch ein Kind. Während euer, kann ich Fotos noch mal sehen? Was ist das überhaupt für einer? Würde ich ja gerne erzählen, aber ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Und das hier, das kann noch Stunden dauern. Ich mache einen Vorschlag. Wir sind in einem kleinen Hotel in Schleswig untergebracht. Dich auf die Schlei, gute Küche, günstig. Oder steht jemand auf seinen Fahrrad? Ich bin dabei, ist doch klar. Gut, geh mal. Und dann liest du ihm die Geschichte von Ferdinand dem Stier vor. Die mag er besonders gern. In der Stunde bin ich zu Hause. Emily, du hast echt was gut. Ja. Tschüss. Jetzt geht es mir viel besser. Also jedenfalls haben unsere Ermittlungen nichts ergeben. Und dann hört mein Kollege von eurem Fall und hier sind wir. Also, euer Opfer, Robert Erhard, war fast 60, zwei Söhne aus erster Ehe geschieden. Ja. Und nicht im Guten. Die Frau und die Söhne haben den Kontakt zu Erhard komplett abgebrochen. Konnten uns also auch keine weiteren Informationen über seine jüngste Vergangenheit geben. Jedenfalls war der Mann sehr wohlhabend. Stinkreich. Stinkreich. Geschieden, ein angesehener Patentanwalt. Wohingegen unser Opfer keine 17 war, arm und kriminell, sag ich doch. Keine Gemeinsamkeiten. Ja, Matthias, ganz so ist es nicht. Berührungspunkte sind zum Beispiel das Datum und die Art und Weise. Okay, kann mir irgendjemand an diesem Tisch sagen, warum ein und derselbe Täter es ausgerechnet auf diese beiden Männer abgesehen haben soll? Das macht einfach keinen Sinn. Ist mir scheißegal, ob das einen Sinn macht. Das war der gleiche Täter. Und es gibt ein Muster, wenn auch unsichtbar noch. Unsichtbar oder nicht vorhanden, Herr Kollege? Matthias. Ja, vielleicht ist es nur ein Hirngespinst, aber die einzige Spur, die wir haben. Ansonsten wird unsere Ermittlungsakte geschlossen. In diese Akte würde ich wirklich gerne mal einen genauen Blick werfen. Liegt schon auf meinem Schreibtisch. Gut. Ein langer Tag. Jana, komm, wir gehen. Ja, wenn jetzt schon so die Fetzen fliegen, freue ich mich auf die Zusammenarbeit. Schönen Abend. Bis morgen. Tschüss. Ja. Es war tatsächlich lang. Bis morgen. Bis morgen? Ja, bis morgen. Was? Weiß nicht. Sag du es mir. Ich habe in Hamburg noch eine Menge zu erledigen. Also wenn du das hier in Schleswig übernehmen könntest. Ja, okay.
selbstverständlich. Hey, Emily. Hey. Danke, du hast mich echt gerettet. Sag mal, könntest du denn in nächster Zeit öfter mal auf Leo aufpassen, bis Frieda wieder da ist? Okay, cool. Okay, cool. Guten Morgen. Morgen. Und damit ist das Thema beendet. Welches Thema? Das intern. Ihr zwei. Geht heute noch mal zu den Jankowskis. Welche zwei? Du und der Kollege Nielsen. Schaut euch noch mal im Zimmer von dem toten Jungen um. Schafft ihr das, Matthias? Was mit Jana? Wo ist die überhaupt? Sollen wir, oder? Brauner? Ja, Jana. Wir sprachen gerade von dir. Das auf dem Weg nach Hamburg? Hättest du aber echt vorher Bescheid sagen können. Was ist denn so eilig? Kollege Ergin hat mir erzählt, dass die Frau des Opfers, Olivia Erhardt, ihren Söhnen den Kontakt zum Vater verboten hat. Ich bin auf dem Weg zu ihr. Ja, aber da waren die Kollegen aus Hamburg doch schon vor einem Jahr. Ich bin weg. Das war eine Sackgasse, nichts bei rausgekommen. Was soll das also? Wenn ich mich scheiden lasse und von meinem Ex nichts mehr wissen will, weil was weiß ich, was vorgefallen ist, ich breche also den Kontakt ab. Breche ich auch den Kontakt zwischen Vater und Kind ab? Ich meine, Kinder brauchen doch ihren Vater, auch wenn es noch so ein Arschloch ist. Robert Erhardt war Anwalt. Warum hat er sich nicht gewehrt? Wie konnte sie ihm die Söhne entziehen? Vielleicht ist es nichts. Ich will nur einmal mit ihr reden. Danke nochmal fürs spontane Mitnehmen. Immer gerne, Kollegin Winter. Aber die Frau weiß nichts. Außerdem ist sie eine verschnappte Kuh. Keine Zeitverschwendung. Glauben Sie es mir ruhig. Ja, ich versuch's trotzdem, Kollege Ergün. Hör zu. Mein Ex-Mann ist jetzt seit einem Jahr tot. Und dass ich Kontakt zu ihm hatte, ist 2 Jahre her. Ich habe Ihrem Kollegen damals gesagt, was ich wusste. Nämlich so gut wie nichts. Ist auch nicht mehr geworden. Der tote Junge, den wir gefunden haben, war kaum älter als Ihre. Das tut mir schrecklich leid für seine Familie. Aber was zum Teufel hat das mit mir zu tun? Warum haben Sie damals den Kontakt zwischen Ihrem Ex-Mann und Ihren Söhnen abgebrochen? Ich glaube nicht, dass sie das irgendetwas angeht. Gut. Dann frage ich jetzt Ihren Sohn. Nein! Würden Sie uns einen Moment alleine lassen, bitte? Mama! Oh Mann, jetzt gib sie ihn! Komm sie doch her! Mama! Entschuldigung. Was machst du denn hier? Ich denke, du bist im Gefängnis. Hey, ich freue mich auch, dich zu sehen. Hab Freigang bekommen zur Mareks Beerdigung. Ist das nicht geil? Scheiß drauf, ich wollte eh nicht hingehen, dieser Verräter. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Ich bin eigentlich nur hier, weil ich das Handy suche. Und ich weiß, dass du es für Marek vor der Polizei versteckt hast. Also sei ein artiges kleines Mädchen und sag mir, wo das Handy ist, bevor Onkel Winnie ganz böse wird. Ich hab keine Angst vor dir, du blöder Arsch! Oh nein. Hast du keinen großen Bruder mehr, der auf dich aufpasst? Jetzt sag mir bitte, bitte, wo das Handy ist! Bitte lass sie! Hey! Fass mich nicht an! Okay? Jetzt sag mir, wo das Handy ist, oder ich tu deiner Mama ganz doll weh! Ich hab's nicht mehr! Hey, komm. Komm. Tja, möchten Sie deine Mutter? Kann ich gar nicht hören, das ist ein Taubstummer. Hey, warten Sie nicht über Bord!
soll der blöde Däne doch alleine rennen. Brauner, ich bin gleich wieder in Schleswig. Gibt's was Neues? Ja, Vincent Koffer ist flüchtig. Wir hoffen, dass er auf die Beerdigung seines Freundes geht. Matthias ist auf dem Weg dahin. Du hättest auf mich warten können. Ich bin durch halb Schleswig gerannt. Ja, hätte ich. Ich habe gerade mit Brauner telefoniert. Koffer hat Ausgang bis 18 Uhr. Wenn er bis dahin nicht wieder im Knast ist, wird er zur Verhandlung ausgeschrieben. Ist ja toll. Was für eine schwachsinnige Idee, dass wir auf den warten. Als ob der so bekloppt ist, hier aufzulaufen. Du bist ein richtiger Stimmungskanon, du. Und, Neues aus Hamburg? Der Anwalt hat seinen Sohn missbraucht. Der Junge hatte sich seiner Mutter anvertraut, das war vor 2 Jahren. Die will sich darauf entscheiden lassen und zeigt ihren Mann auch an. Ja, hoffentlich. Ja, aber jetzt kommt's. Der Anwalt setzt seine Frau mit seinen mächtigen Verbindungen derart unter Druck, dass sie Angst hat, ihren Job zu verlieren, ihr Geld, ihre Kinder, alles. Der Deal war also, sie zieht die Anzeige zurück und hält den Mund und er willigt dafür in die Scheidung ein und lässt sie und die Kinder komplett in Ruhe. Okay, der Anwalt war also ein Kinderschänder. Schlimm genug, dass ihr Jungs aus Hamburg das nicht selbst rausgefunden habt. Aber bringt uns das in unserem Fall weiter? Ich meine, was hat das mit Marek Jankowski zu tun? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, wir haben irgendwas übersehen. Hier. Du weißt, dass Beerdigungen nicht so mein Ding sind. Hm? Ich halte mir die Stellung am Auto. Hey! Was ist denn da los? Ach, da bist du. Was ist denn los? Ich verstehe dich doch nicht. Es tut mir so leid, aber... Er möchte Ihnen etwas geben. Mir? Seine Schwester hat es versteckt. Aber er hat es gefunden. Er will, dass Sie es bekommen. Was denn? Handy seines Bruders. Julia! Hey! Hey! Sei doch mal nicht so gut dran. Ole, ich brauch die Akte von Marek Jankowski. Ja. Das mach ich. Ja, ich mach's. Das ist es. Verstehe ich nicht, ist doch 2 Jahre her. Das ist es. Was? Das ist die Gemeinsamkeit zwischen Marek und dem Anwalt. Beide haben sich an einem Kind vergangen. Jedenfalls hat er seinen Freund Vincent Koffer dabei aufgenommen und sich bestens amüsiert. Und was haben sie dafür bekommen? Koffer 2 Jahre auf Bewährung. Und Marek erzieherische Auflagen, weil er selbst erst 15 Jahre alt war. Erzieherische Auflagen? Mach schon, wie sie ausgehört. Das hat super funktioniert. So, ist noch mehr drauf. Jetzt wisst ihr auch, was Vincent Koffer gesucht hat. Die Staatsanwaltschaft freut sich. Vincent Koffer ist übrigens seit knapp 2 Stunden zur Fahndung ausgeschrieben. Ist nicht aufgetaucht. Nein. Ich gehe nach Hause.
Wir sind auch eigentlich gerade auf dem Weg ins Bett. Danke, Emily. Ich mach das schon. Er wollte es noch zu Ende malen. Das ist Ritter Kunibert. Ah, danke dir. Danke. Wo habt ihr das hier gemalt? Was ist das denn hier? Also Richter und das Feuer. Soll ich dich ins Bett bringen jetzt? Tschüss. Bis morgen, Leo. Tschüss. Soll ich dir die Geschichte vorlesen? Was für eine Geschichte soll ich dir denn vorlesen? Die Geschichte vom bösen Wolf. Die Geschichte vom bösen Wolf. Komm her, mein Lieber. Hallo? Hallo, wer ist da? Ach du Scheiße. Was wollen Sie jetzt hier? Darf ich reinkommen? Möchten Sie was trinken? Was heißt das jetzt? Ich will mit dir schlafen. Das war jetzt aber nicht die Antwort auf meine Frage. Doch. Ich habe einen Sohn, Leo. Der ist 4 und steht genau über uns. Ich weiß. Woher? Ja, also Kekskrümel in den Autositz. Stützrad im Garten und diesen. Ich habe Sherlock Holmes in meinem Haus. Nein, nein. Nur einen Vater. Oh. Außerdem hat Hermes mir gleich am ersten Abend unter die Nase gerieben. Meine Tochter heißt Rebecca. Ist bereits 20 und geht auf die Gehörlogenschule in Salzburg. Mittlerweile kann sie sich ganz gut artikulieren. Sie ist mein ganz persönliches kleines Wunder.
Ich gehe ins Hotel. Durch kalte Straßen. Ja. Nach was für einem Mann suchen wir, glaubst du? Hm? Einem pädophilen Hasser? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist noch was anderes. Seine Opfer sind beide mit ihren Verbrechen davongekommen. Marek durch sein junges Alter und der Anwalt durch seine Macht. Unser Täter straft, wo die Justiz in seinen Augen versagt hat. Er sorgt für Gerechtigkeit. Mehr als das. Er hält sich fürs Gesetz. Wir sehen uns morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Jana. Guten Morgen. Guten Morgen. Gut geschlafen? Ja, wieso? Gibt's was Neues? Vincent Koffer? Nee, über Vincent Koffer gibt's nichts Neues. Dafür was anderes. Sehr Interessantes. Jessen. Oh. Okay, also. Guten Morgen. Entschuldigung. Ich bin zu spät. Ich weiß. Entschuldigung. Also, nachdem. Entschuldigung. Ach, kein Problem. Entschuldigung. Bitte. Nachdem ich wusste, dass wir nach einem Serientäter suchen, dachte wusste, ich. Wusste? Ole? Wir wissen überhaupt nichts. Und bevor wir uns jetzt in irgendwas verrennen, schlage ich vor, dass wir uns lieber noch mal um diesen Spielwarenhändler Kroll kümmern. Kroll? Warum Kroll? Weil ich, als ihr gestern alle schon so hübsch in eurem Bettchen lagt, in die Kneipe gefahren bin, ins Lüttich, sein Alibi überprüfen, hab mit dem Wirt geredet. Der sagte mir, dass er Kroll gegen 23 Uhr das letzte Bier ausgeschenkt hat. Aber dann, als er um 3 Uhr morgens den Laden dicht machen wollte, hat er ihn sturzbetrunken in einer Ecke gefunden und rausgeschmissen. Das sind also 4 Stunden, in denen ihn keiner gesehen hat. Genau. 4 Stunden, um mit Marek Jankowski an die Nordsee zu fahren, ihn dort lebendig einzugraben und wieder zurück ins Lüttich zu fahren. Ziemlich löchriges Alibi. Da gebe ich euch recht. Wer geht ihm nochmal nach? Das mache ich. Kann ich jetzt weitermachen? Ach so, ja. Bitte. Nachdem wir also glauben, es mit einem Serientäter zu tun zu haben, dachte ich mir, unser Fall, der Mord bei Hamburg, vielleicht gab es ähnlich in den letzten Jahren. Vielleicht hätte der Täter ja schon zuvor zugeschlagen, wer weiß. Ich habe also alles, was wir haben, in das Rasterfahndungsprogramm Deutschland eingegeben. Männliches Opfer, Mal am Hals, Fundort, Tatzeit etc. Ja, und? Nichts. Keine Übereinstimmung. Also habe ich das Suchgebiet, habe die Nachbarländer mit einbezogen. Polen, die Schweiz, Österreich, Belgien, Dänemark. Ole, du machst mich fertig. Treffer. Nee. Doch. Ist allerdings schon eine Weile her, der Mord. Um genau zu sein, 10 Jahre. Passiert in Dänemark. In dem kleinen Örtchen Mandö, sagt man das so? Mänö. Mänö. Ah. Ja, jedenfalls habe ich die dortige Polizeistelle angerufen und mit der Kollegin Annie Lindberg gesprochen. Sie hat damals an dem Fall gearbeitet, konnte ihn aber nie aufklären. Sie erwartet euch heute Nachmittag um 15 Uhr. Ganz tolle Arbeit, Ole. Richtig toll. Dann fahren wir gleich los. Ja, aber nur wir beide. Noch einer im Auto, das ertrage ich nicht. Ist mir zu eng. Kollege Nielsen ist Däne. Du sprichst doch Dänisch. Wer ist denn? Nur ein bisschen. Schon okay. In der Region sprechen hier alle Deutsch. Ich überlasse das Auto dem großen Platzbedarf des Kollegen. Mein Gott, jetzt machen wir bitte weiter. Matthias, bleibst du hier? Damit ihr wisst, wonach ihr überhaupt suchen müsst, habe ich ein Täterprofil erstellt. Männlich, zwischen 20 und 50 Jahre, weiß, missionarischer Typus, durchschnittlich bis überdurchschnittlich intelligent. Über 1,75 Meter groß, Gewicht ab 80 Kilo und erfahrener Kampfsportler. Der Wattmörder? Ja, ich habe mir erlaubt, unserem Mörder einen Namen zu geben, naja. Mir gefällt's. Der Wattmörder. Musik.
Was war denn das? Störgeräusche. Wo sind wir denn? Gleich da. Du hast fast 3 Stunden geschlafen. Was hast du bloß letzte Nacht gemacht? Dass du so todmüde bist. Kommen die Gunner, Tischkommissär. Wo sind die alle? Ist ja toter als tot hier. Oh, schau hier, Polizei. Hallo. Guten Tag. Ham? Ham. Kommissarin Winter? Hallo, freut mich. Hallo, ich bin Anna Lindberg, dienstälteste Polizistin im Ort. Was nicht schwer ist, wir sind insgesamt zu zweit. Kommen Sie bitte. Hier ist mein Büro. Ich habe Kaffee gemacht. War eine gute Fahrt gehabt? Also, hier wurde der Tote gefunden. Ein paar Schulkinder haben es im Wald gespielt, was eigentlich verboten ist. Aber sie haben ihn entdeckt. Minuten später war ich vor Ort. Och, es fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen. Naja, hier passiert ja eben ansonsten nicht besonders viel. Schon gar kein Mord. Ach, Gunnar war dabei. Ja, also beim Schülern. Gunnar, wie alt warst du eigentlich damals? Vor 10 Jahren? Muss schon 9 gewesen sein, ne? Gott, bist du jung, Gunnar. Naja, es war jedenfalls bald. Das ganze Dorf angetroffen. Haben Sie denn vielleicht eine Liste mit den Namen der Personen, die damals unter Verdacht standen? Ich könnte Ihnen eine Liste der damals ansässigen Dorfbewohner geben. Denn ich glaube, jeder von Ihnen stand mindestens einmal unter Verdacht. Jeder hatte jeden verdächtigt. Mhm. Was für eine Zeit. Sie können sich das nicht vorstellen. Doch, das können wir schon. Erzählen Sie uns bitte was von dem Opfer. Wer war der Mann? Haben Sie ein Foto von der Leiche? Ja, damit kann ich dienen. Das habe ich nämlich extra schon gestern rausgesucht und hier hingelegt. Ach, wo ist das denn komisch? Also die Opfer hieß Torge Hansen, war 32, als er sterben musste. Der war Vertrauenslehrer in unserer kleinen Schule, Biologie unterrichtet. Und also ich hätte schwören können. Gunnar, hast du zwar die Fotografie alle hier? Hier. Es war schrecklich. Eingegraben bis zum Hals. Scheiße, wie kann ein einziger Mensch nur so viel reden? Ich meine, selbst für eine Frau war das enorm. Ah, göttliche Stille. Hallo! Ich habe ganz vergessen, der Schuldirektor spricht gar kein Deutsch. So, ich dachte, ich komme lieber mit, als Übersetzerin. Vielen Dank, das ist sehr nett von Ihnen. Ein Traum. Ich muss kurz telefonieren, das ist Emily, die Nachbarstochter, und es ist wegen Leo. Erik? Jeg har kun været på Mandø de sidste 4 år. Jeg trak mig tilbage her for at få det lidt roligt. Herr Berger ist erst seit 4 Jahre her. Der wollte seinen letzten Beruf ja etwas ruhiger begehen, und darum ist er nach Mandø gezogen. Sehr spannend. Aber ich interessiere mich mehr für Torge Hansen, den ehemaligen Lehrer, als für seine sterbenslangweilige Lebensgeschichte. Was? Ich versuche so zu unzuformulieren, dass der Direktor uns nicht gleich einen Schuldverweis erteilt, ne? Haben wir gerne Sie personelle Papiere pro Auto, Torge Hansen? Ja. Willkommen. Winter. Herr Berger sucht nach Torge Hansens Personalakte. Alles klar mit Leo? Ja, hier habe ich. Torge Hansen. Torge Hansen blev afskedet den 1. oktober 2001 fra skoletjenesten. Der er ikke angivet nogen afskedelsesgrund. Hvad har du sagt? Ah, Torge Hansen
wurde am 1. Oktober 2001 aus dem Schuldienst entlassen. Aber das sieht keinen Grund. Der Lehrer wird ohne ersichtlichen Grund entlassen und 3 Monate später ist er tot. Passt doch alles perfekt. Ich könnte schwören, der inoffizielle Grund ist eine Vorliebe für kleine Jungs. Aber die Kollegin Lindberg muss ja von der Entlassung gewusst haben. Wieso hat sie das vorhin nicht gesagt? Du, die hat das in ihrem Übereifer wahrscheinlich einfach vergessen. Oder sie verheimlicht uns was. Ist ja nicht die Einzige. Bitte? Nichts. Gut. Doch, du lügst, Jana. Was? Das vorhin, das war überhaupt keine Nachbarstochter. Das war dieser Nielsen. Zum Beispiel ist jetzt völlig. Das geht dich ja verdammt nochmal gar nichts an. Ich mag diesen Typen nicht. Das ist ein Aufschneider. Große Klappe, nichts dahinter. Ah, da versteht jemand endlich mal, von was er spricht. Ja, ja, sehr witzig. Aber weißt du was? Mach einfach, was du willst. Mach doch. Noch mal? Pilze mit Kornlackol. Wieso wurde der Lehrer entlassen? Es gab plötzlich dieses Gerücht im Dorf, dass Torge Hansen einen Schüler unziemlich berührt hat. Beim Schüler handelt es sich von dem Sohn des Dorfpfarrers, Johannes Klein. So ein ganz scheuer Junge. Ich weiß nicht, wie lange er geschwiegen hat, aber irgendwann hat er sich einen Schulkameradin anvertraut. Und naja, sie hat es dann ihren Eltern weitererzählt und dann wussten es bald den ganzen Dorf. Torge Hansen wurde entlassen, aber das Unheil nahm jetzt erst richtig seinen Lauf. Der Junge hat sich umgebracht. Er ging ins Meer. Die Flut hat ihn uns zurückgebracht. Der pädophile Lehrer kommt also straffrei davon, weil das Opfer keine Aussage mehr machen kann. 3 Monate später bringt ihn einer um. Er ertrinkt im Meer, genauso wie das Kind. Als sollte er das Gleiche fühlen. Vielleicht war das sein erster Mord. Vielleicht war der Lehrer das erste Opfer des Wattmörders. Dann liegt in diesem Dorf der Anfang. Und die Lösung? Guten Tag. Wir suchen Friederik Klein, den Pfarrer. Ja, das bin ich. Es geht um Ihren Sohn. Ja, das ist der kleine Johannes. Danke. Wir verspüren Trauer. Aber keine Wut und auch keinen Hass. Torge Hansen hat das Vertrauen ihres Sohnes aufs Schlimmste missbraucht. Macht doch jeden wütend. Das ist ganz menschlich. Ein Sieger wie Gernot wäre wohl bei Torge Hansen. Wir haben den Mann verziehen, schon bevor er sterben musste. Aber als Sie von seinem Tod gehört haben, war es schon eine große Genugtuung. Wir beten jeden Tag für die Seele unseres Jungen. Und wir beten auch für die Seele von Torge Hansen. Okay. Schon eine nette Sache mit dieser Vergebung. Aber sowas? Scheiße. Der Kerl hat ihr Kind missbraucht. Die Vergebung, die wir geben, sollte keine Grenze kennen. Lukas 17, 3-4.
Ach ja? Das heißt doch aber auch Auge um Auge. Und Zahn um Zahn. Das ist eine missverständliche Interpretation der Italio. Blutrache wird in der Bibel geächtet. Man sollte nicht vergelten, sondern vergeben. Oder wie es Gandhi sagte, Auge um Auge und die Welt erblendet. Sie sollten diesen Ort verlassen. Es gibt Dinge, die man ruhen lassen muss. Und Sie werden hier nicht finden, wonach Sie suchen. Es gibt Neuigkeiten. Wir haben uns eure Verdächtigenliste durchgeschaut. Unsere Verdächtigenliste? Ja. Und da war ein Name, der kam Gunnar bekannt vor. Welcher Name denn? Günther Kroll. Kroll? Mhm. Wie kommen Sie denn auf den? Guck mal. Was heißt das hier? Spielwarenmesse in Eschberg. Wo ist Eschberg? In der Nähe. Mein Sohn ist vielleicht nicht der Hellste. Ja? Viele sagen sogar, der ist zurückgeblieben. Aber sein fotografisches Gedächtnis ist ja beeindruckend. Der vergisst absolut nichts. Das passt. Günter Kroll ist Spielwarenhändler. Kann ich das behalten? Ja, natürlich. Danke. Waren Sie bei Pfarrer Klein? Ja. Warum? Der war es nicht. Das hätte ich Ihnen gleich sagen können. Friedrich ist ein wirklich guter Mensch. Genau wie seine Frau. Guten Menschen misstraue ich grundsätzlich. Und dem Mann, dem wächst ja schon ein Heiligenschein. Er war es aber trotzdem nicht. Wer sagt das? Sie halten weiter Augen und Ohren offen und wir halten Sie auf dem Laufenden, okay? Gut, danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Gute Fahrt. Meine Menschenkenntnis. Die versagt doch schon bei der Auswahl deiner Liebhaber. Du hast jetzt fast 3 Stunden lang geschwiegen. Das ist Weltrekord. Solltest du mal der Kollegin Lindberg beibringen. Du hast gehört, was der Pfarrer über Vergebung und den ganzen Kram gesagt hat. Okay, was kann ich tun, damit du wieder mit mir redest? Ich dachte, das versaut den Charakter. Wer behauptet denn sowas? Komm mal, Schatz. Der Drache, der wird bestimmt gut fliegen, ne? Was soll ich machen? Der Kleine liebt mich. Pass gut auf Hammer auf, ja? Ich bin's, Jana, hallo. Ich wollte mal fragen, wann du kommst. Was? Das hat mir keiner gesagt. Vincent, Koffer? Eine Reinigungskraft hat den Rucksack gefunden, als sie den Müll leeren wollte. Darin Jeans, Wechselklamotten. Und diese Jacke. Darf ich, bitte? Außerdem ein Ausgangsschein, ausgestellt auf den gesuchten Vincent Koffer. Die JAA weiß schon Bescheid. Wir können davon ausgehen, dass er versucht, sich so gut wie möglich äußerlich zu verändern. Abend. Hallo, Jana. Frisur. Ja. Wir haben Fahndungsbilder an jedem wichtigen Bahnhof in der Umgebung. Mehr können wir im Moment nicht machen. Sehr gut. Dann haben wir noch das hier gefunden. Wir wissen nicht, ob das was damit zu tun hat. Das ist eine Telefonnummer hier in Schleswig. Ich rufe Jessen an, der soll mal rauskriegen, zu welchem Anschluss sie gehört. Du musst Jessen nicht anrufen, ich weiß, wir haben diese Nummer gehört. Was? Das ist meine. Deine? Meine Privatnummer, ja. Wieso hat Vincent Koffer deine private Nummer? Ich muss euch was sagen. Was, der hat schon 3-mal angerufen? Verdammte Scheiße.
Jana, das geht nicht, dass du mir sowas vorenthältst. Das sind Fakten, die sind wichtig für die Ermittlung. Hältst du es nicht für erwähnenswert, dass irgendjemand Psychospielchen mit dir trat? Ich meine, wie kommst du denn dazu, sowas zu verschweigen? So, du bist raus. Ach, siehst du, und genau deswegen habe ich das nicht gesagt. Selber schuld. Nielsen, Sie bringen die Kollegin bitte nach Hause und haben Auge auf sie. Ich brauche keinen Aufpasser. Und weißt du was, ich gehe jetzt nach Hause. Danke und auf Wiedersehen. Jana, warte. Bitte. Schön, wenn du schläfst. Was ich nicht verstehe, ist, warum sollte Vincent Koffer mich anrufen? Ich meine, was bringt das? Er kann es nicht gewesen sein. Er war in der Haft. Wir werden es bald wissen. Die Verhandlung ist jetzt massiv verschärft und kann es eigentlich nicht ins Ausland schaffen. Wann bist du nach Deutschland gekommen? Nach Deutschland? Vor 8 Jahren, glaube ich. Ja. 8 Jahren. Bist du verheiratet? Nein. Vor 8 Jahren geschieden. Sie ist mit unserer Tochter Rebecca nach Salzburg und ich nach Hamburg. Wo habt ihr vorher gelebt? In einem alten Bauernhaus in Sönnerfahrup. Einsames Fleckchen Erde. Sönnerfahrup. 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 Sönner. Sönner. Habt ihr noch Kontakt? Ist das ein Verhör? Entschuldigung. Berufskrankheit. Nein. Zu meiner Ex-Frau gar nicht. Und kaum Kontakt zu Rebecca. Und du? Zu Leos Vater? Er ist tot. Verunglückt. Tut mir leid. Jeden Abend bringe ich ihn in sein Bett. Und jeden Morgen finde ich ihn in seinem Häuschen. Er liebt dieses Häuschen. Ich würde ihn gern kennenlernen. Ja. Wo steckt er eigentlich? Er übernachtet bei Ham heute. Bei Ham? Mhm. Ich weiß nicht, Jana. Ich würde dem Typen kein Kind anvertrauen. Ich weiß, der wirkt manchmal ein bisschen ruppig, aber er ist ein ganz netter. Leo hat schon ein paar Mal bei mir übernachtet. Du kennst Ham? Ja. Weil du mit ihm arbeitest. Aber was weißt du schon wirklich von dem? Weißt du, was der nach Dienstschluss macht im stillen Kämmerlein? Hinter verschlossenen Türen? Weiß man das wirklich? Ich weiß, dass Leo sich bei ihm sau wohl fühlt. Ja. Aber natürlich. Ich lebe seit einem Jahr mit diesem verdammten Fall. Ja. Bin ich zu weit gegangen? Entschuldige. Okay.
Diese Schule war zuständig für mehrere Orte, stimmt's? Für welche Orte war denn hier Skole ansvarlig? Manø, Ockholm und Sønder Fårup in die letzten circa 20 Jahre. Also seit 20 Jahren sind diese Schule zuständig für die Kinder der Orte Manø, Ockholm und Sønder Fårup. Alles okay? Dieses Mädchen hier, Rebecca Nielsen, sie müsste mittlerweile 20 Jahre alt sein, lebt in Salzburg und ist gehörlos. Woher weißt du das? Aber sie ist nicht mehr in Salzburg, sie ist zurückgekommen und jetzt wieder im alten Haus ihren Eltern. Mutterseelen allein ein tapferes Ding, das Haus wurde Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Die Mutter ist in Salzburg geblieben und der Vater, ich weiß nicht wo. Hallo? Alles gut. Ich bin Jana Winter von der Kripo Schleswig. Alles gut. Rebecca? Können wir reden? Hey, my house, my hand. Ist viel Arbeit, hm? Hey, ah, Platz. Das verstehe ich. Rebecca, ich bin hier wegen der Sache, die vor 10 Jahren passiert ist in Manø. Der Selbstmord von Johannes Klein. Er ist mit dir in eine Klasse gegangen. Ich glaube, dass Johannes sich dir anvertraut hat, weil er dachte, dass du über die Sache nicht redest. Dass du schweigst. Aber du hast nicht geschwiegen. Du hast es deinem Vater erzählt und dein Vater hat es weitererzählt, weil er wollte, dass euer Lehrer vor Gericht kommt. Du kannst nichts dafür. Rebecca, ich arbeite gerade an einer Mordserie. Mehrere Männer sind umgebracht worden, wie damals euer Lehrer mit einem Schlag am Hals, vermutlich mit der Kante. Häschen, kann ich hier aushalten? Bitte? Wie hast du gerade den Jungen genannt? Entschuldigung. Wie hast du gerade Johannes Klein genannt? Häschen. Okay, Emily, hör zu. Wenn du mit Leo nach Hause kommst, möchte ich, dass ihr niemanden reinlasst. Verstehst du? Wir wollten nur noch mal schnell... Nein. Ich erkläre dir das später. Das ist wichtig. Okay, cool. Und geh auch nur ans Telefon, wenn du meine Nummer siehst, ja? Ja, aber das ist doch ihr Freund. Der ist übrigens echt cool. Hey.
alles okay? Wo warst du? Ich habe versucht, dich zu erreichen. Ich war unterwegs. Was machst du hier? Ja, wir haben Ritter gespielt. Ich war der böse Drache und er war der Oberritter. Er ist so süß. Bist du hungrig? Ich koche uns was. Nein. Aber der kleine Ritter ist nachher im Kindergarten. Heute Abend ist große Pyjama-Party. Danach schlafen alle Kinder zusammen im Hort. Okay. Ich habe schon gegessen. Müsst ihr nicht los? Komm, Abmarsch. Tschüss. Warte, Leo, nicht so schnell. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Leo. Du hast mich angelogen. Was? Du hast mir verschwiegen, dass du aus dem Nachbart von Menno kommst und dass deine Tochter Rebecca in der Klasse von Torge Hansen war, dem ersten Opfer. Du hast mich gefragt, wo ich herkomme. Ich habe dir ehrlich gesagt, aus deiner Erfahrung. Wo meine Tochter zur Schule ging, spielt keine Rolle. Das ist doch kein Zufall. Weißt du, wie das ist? Wenn dein Kind sich die Schuld gibt am Suizid eines Klassenkameraden. Meine Tochter ist darüber krank geworden. Sie kam in die Psychiatrie. 3 Jahre war mein Kind in Behandlung. Ist dann zerbrochen und ich auch. Hast du Torge Hansen umgebracht? Nein. Nein. Ich wollte doch einfach nur meine Tochter auf dem Spiel lassen. Ich wollte ihr nur ersparen, wieder mit dieser verdammten Geschichte konfrontiert zu werden. Darum habe ich meine Klappe gehalten. Kannst du das denn nicht verstehen? Bleib stehen. Der Anschluss von Jana Winter. Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht. Ist das er? Ja. Das ist der Wattmörder. Braune? Jana, es geht um Krolls Alibi. Jessen hat es überprüft. Ich gebe dich mal kurz weiter. Hallo Jana. In den 4 Stunden zwischen letztem Bier und Rausschmiss hat ihn tatsächlich keiner der anderen Barbesucher gesehen, was ja noch nichts heißen muss. Aber, und jetzt pass auf. Nee, du bleibst hier. Gibt einen Schnappschuss. Unser Spielwarenhändler im schwarzen BMW auf der B201 Richtung Husum gegen 0 Uhr. Der wurde geblitzt. Wir fahren jetzt zu ihm nach Hause, holen ihn ab. Ich habe einen Haftbefehl. Wartet, ich komme mit. Kleiststraße 109 und eine Viertelstunde davor. Ach, ey Jana. Ich kann Nielsen nirgends erreichen. Du weißt nicht zufällig, wo der steckt? Nein, keine Ahnung. Bis gleich. Ich sag einfach, du hast mich angerufen und ich hab dir Bescheid gegeben, okay? Okay. Wir treffen uns dann da, ja? Ja. Ich hab... Nein, das... Das war meine Schuld. Bis gleich. Ja.
Polizei, aufmachen! Bloß draußen! Raus, Friedensbruch! Witz, wie wollen seid ihr? Geh da jetzt rein. Davon, komm umdrehen. Hände auf den Rücken. Ja. Guten Abend, Herr Kroll. Sie wissen, was Ihnen vorgeworfen wird? Ah, ihr glaubt, dass ich die kleine Ratte umgebracht habe, aber ich war das nicht. Was soll die Scheiße hier? Entschuldigung, darf ich mal? Sie haben uns angelogen, Sie haben kein Alibi, Sie haben eindeutig ein Motiv. Das reicht uns, Witzfiguren. Abführen. Ingrid, bleib ruhig, ich komm gleich wieder. Ich bin nicht absichtlich überfahren. Jetzt mal aufhören, bitte. Ich lasse das mal hier liegen. Durchsuchen. Wir haben wegen dir dieses Problem. Wenn wir jetzt abbrechen, was dann? Wir machen weiter wie geplant. Ich lasse mir das jetzt nicht von dir vertrauen. Kommt ihr mal, ich hab hier was. Klock 17C. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dafür einen Schein hat. Nee. Wo haben Sie es gefunden? Ja? Nee. Ja, hier gleich über. Sie waren also die ganze Nacht in Lüttich. Wo wollten Sie denn hinfahren? Oder wollen Sie jetzt vielleicht lieber einen Anwalt sprechen? Haben Sie mal eine Zigarette? Ich war auf dem Parkplatz. B201. Abfahrt Schleswig, Schubi. War ich verabredet. Auf dem Parkplatz? Das ist ein nettes Plätzchen für ein mitternächtliches Treffen. Nee, nicht so eine. War ein Geschäft. Ich habe was gekauft. Ach, kommen Sie. Wir sind müde, Sie sind müde. Wir wollen nach Hause, Sie wollen nach Hause. Nun erzählen Sie schon. Keine falsche Scham. Haben eine Nutte getroffen, hä? Sich gleich einen blasen lassen. Nein, Sie arrogantes Arschloch. Ich habe mir eine Waffe gekauft, eine illegale. Glock 17C. Um damit dann Marek Jankowski aufzulauern? Nein, um mich zu schützen. Weil ich Angst habe um mein Leben. Weil mir niemand hilft. Keine Polizei und keine Justiz. Weil ihr Witzfiguren mich nicht schützt. Soll ich mal sagen? Vincent Koffer ist aus der Jugendarrestanstalt abgehauen. Er ist sozusagen im Moment auf freiem Fuß. Das ist genau das, was ich meine. Ihr wollt ihr Witzfiguren das seinem nächsten Opfer erklären? Vincent! Soll das ein blödes Spiel sein? Strandweg, westliches Ende, Vincent Koffer. Das ist doch hier. Strandweg, westliches Ende, Vincent Koffer. Vincent?
Ja, was ist mit der Spieluhr? Ich weiß nicht. Er sagt, er kennt sie nicht, aber es kann schon sein, dass es eine ist. Er hat ja massenhaft Spielzeug bei sich gelagert. Ich meine, der Mann ist Spielzeughändler, das ist jetzt nicht so außergewöhnlich. Ich rufe Jana an. Sag ihr, der Wattenmüller ist noch frei am Fuß. Scheiße, der Handy ist aus. Probierst du es bitte am Festnetz? Ja. Was ist der Anschluss von dir? Anrufbeantworter. Ich fahre jetzt hin. Du musst doch zu Hause sein. Wer bist du? Was machst du hier im Garten? Was machst du hier? Arsch, lauf! Was? Michael, lauf weg! Okay, okay. Unmöglich! Okay, langsam. Was machst du hier in Frau Winters Garten? Wer bist du? Weißt du, wo Jana ist? Ich habe Vincent Koffer gefunden. Er ist tot. Bist du okay? Ja. Ich muss Braun anrufen. Wo ist dein Telefon? Da. Babette und ich. Hast du ihn gefunden? Wo? In der Schlei. Jemand hat bei mir zu Hause einen Zettel unter der Tür durchgeschoben. Und ich dachte, es sei Vincent Koffer, der sich mit mir treffen will. Aber ich glaube, der Mörder wollte, dass ich seine Leiche finde. Ich bin gleich fertig. Ne? Ich bin Hamm. Hamm! Kollege! Kollege Jana! Komm mit, ich hab eine Idee. Komm. Brauner, ich bin's, Jana. Ich hab Vincent Koffer gefunden, er ist tot. Ja. Strandweg, westliches Ende. Was? Was soll das heißen? Call war es nicht, seid ihr sicher? Moment mal bitte, ja? Scheiße, was wird denn das? Frau Neu, kannst du mal ein Kennzeichen checken? Wo bist du? Okay, dann mach ich selbst. Ja, ich bin in einer halben Stunde da. Tschüss. Ciao. Sie will mit Jana Winter sprechen. Und deswegen geht sie mitten in der Nacht los und schleicht in Janas Garten rum? Was? Telefonieren ist nicht so ihr Ding. Also, verstehe ich. Ja. Machen Sie ein bisschen schnell, die muss doch morgen in die Schule. Ja, noch eine Frage. Frag sie, was sie von Kommissarin Winter will. Nach Janas Besuch hat sie nachgedacht. Ihr ist etwas aufgefallen. Sie hat es mitgebracht. Das gehört ihrem Vater. Wer zum Teufel ist dein Vater? Was sagt Brauner? Wir treffen uns in einer halben Stunde am Fundort. Okay, ich bin gleich bei dir. So, jetzt weiß ich gleich, wer du bist und warum verdammt nochmal du mich beobachtest. Was ist denn jetzt ein Telefon-Butler? Du
Kennst du ihn? Ich dachte, ich gehe schon mal vor, nicht, dass die anderen es nicht finden. Kommst du gleich nach? Ja, ja, ich komme. Ich komme gleich. Matthias, was ist hier los? Jana ist weg. Wir sind zu spät. Du bist hier wirklich sicher? Ach du Scheiße. Nichts. Jana, wo bist du? Ich wollte dich warnen. Immer wieder. Erzählen. Aber es war alles so perfekt. Ihr hattet Groll, ich habe ihn extra die Spieluhr untergeschoben. Der Mann war der perfekte Täter. Aber du musstest ja einfach an meinen Computer gehen. Das tut man nicht. Was tust du? Mit Recht und Gerechtigkeit hat das nichts zu tun. Nein. Dann ist es also echt, dass jemand, ein wehrloses Kind missbraucht, nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Dass er frei und unbehelligt durchs Leben läuft, während das Kind... Das Kind für immer kaputt ist in seiner Seele. Ist das recht? Nein. Aber es ist auch nicht an dir zu urteilen, was recht ist. Wieso nicht? Ich bin Polizist. Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, weil ich an die Gerechtigkeit glaube. Aber wenn du dich auf die Justiz verlässt, bist du verlassen. Ich habe schon vor langer Zeit gelernt, mich nur auf mich zu verlassen. Auf mich allein. Hier ist Vincent Koffer nicht entwischt. Nein, er ist mir nicht entwischt. Du hast ihn umgebracht. Und dann hast du seinen Rucksack auf der Bahnhofstoilette platziert. Und dabei ist dir meine Telefonnummer aus der Jacke gefallen. Ja, meine Jacke, meine Tasche, ich weiß nicht. Aber es war echt blöd. Das warst du. Das warst alles du? Ja, ja. Du kannst mit zwei kranken Menschen nicht reden. Als das damals war mit dem kleinen Johannes, habe ich den Lehrer aufgesucht. Ich wollte nur, dass er sich stellt, gesteht, freiwillig, aber... Mit
Der Mann war uneinsichtig, hat sich geweigert. Was verdammt nochmal sollte ich machen? Ich konnte ihn nicht gehen lassen. Das konnte ich nicht. Das ist krank. Das ist krank. Du brauchst Hilfe. Krank? Ja. Die waren ja krank. Keine Angst. Ich werde dich nicht ertrinken lassen. Brauchst Hilfe? Das enttäuscht mich, Jana, dass du mich nicht verstehst. Ich verstehe dich. Ach, ich glaube nicht, ich verstehe dich. Seit wann wussten Sie das? Den ersten Verdacht hatte ich kurz bevor wir zu euch nach Schleswig sind. Erik hatte sich bei der Staatsanwaltschaft schlau gemacht über eingestellte Missbrauchsverfahren. Das kam mir komisch vor. Ich hatte leider keine Beweise, also habe ich beschlossen, meinen Kollegen bei euch zu lassen und darauf zu hoffen, dass er die Ermittlungen manipuliert. Ich wollte, dass er Spuren verwischt, einen Fehler macht. Es wäre gut gewesen, es zu wissen. Er hätte es gemerkt. Sie waren die ganze Zeit sicher. Ich habe Erik rund um die Uhr beschattet. Ah ja? Und wo waren Sie, als er Vincent Koffer umgebracht hat? Ja, ich habe ihn zweimal aus ihren Augen verloren. Das erste Mal tötete er Vincent Koffer. Ich habe seine Leiche erst gestern gefunden. Das zweite Mal kam ich gerade noch rechtzeitig. Danke. Immer gerne, Kollegin Winter. Im Strafverfahren gegen Erik Nielsen wegen Mordes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird wegen vierfachen Mordes und versuchten Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der Angeklagte ist Kommissar bei der Hamburger Kriminalpolizei. Der Angeklagte ist bisher nie strafrechtlich in Erscheinung getreten. Er hat jede seiner Taten gestanden und gibt an, dass er selbst Gerechtigkeit üben wollte, wo seiner Ansicht nach die Justiz versagt beziehungsweise nicht streng genug bestraft hat. Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeiten als Kriminalbeamter war der Angeklagte an Informationen zu Ermittlungsverfahren bezüglich der Einzelnen. Das ist gerecht. Kommissarin Winter, in einem Punkt lagen Sie falsch. Der kleine Hans hat sich mir nicht anvertraut, weil ich gehörlos bin, sondern weil ich sein Schicksal teile. Zwei Kinder, das eine stumm, das andere schwächlich. Zwei Kinder. So leichte Opfer für den Vertrauenslehrer. Mein Vater wollte mich beschützen vor dem Täter, dem Getuschel, den Blicken, mich und all die anderen Kinder. Es war falsch. Es musste aufhören. Aber ich höre nicht auf, ihn zu lieben. Er ist doch mein Vater. So, stramm halten, den Stoßkopf! Bisschen schneller, Hopp! Stramm halten! Mensch! So, super! Halt die Verhinderung drunter!